Hallo! Also was ihr gerade gehört habt, ist das neue M-Simulation Plugin, richtig? Von Magix. Hallo! Hi! Ja, ich bin Sascha. Ich bin der geistige Vater hinter Vandal. Und Vandal ist momentan Teil von Samplitude, wird aber auch später, wobei wir den Zeitpunkt noch nicht genau wissen, aber es kann sehr zeitnah sein, auch als VST-Plugin rauskommen. Und momentan versuchen wir erstmal den aktuellen Stand in Samplitude reinzupacken mit der kommenden Samplitude 11 ab Mai, Juni. So. Und Vandal ist einfach ein Projekt, was wir im letzten Sommer gestartet haben und was jetzt so ungefähr auf 3/4 seiner Skala der Fertigkeit ist. Und was du mir im Vorgespräch schon verraten hast, ist, dass ihr im Prinzip so ein bisschen mal einen anderen Weg gewählt habt, weil die meisten Hersteller, die Simulationen anbieten, die haben da irgendwie Marshall-Emulation, App Orange, Vox und so diese Vintage-Schiene. Und du hast dich dafür entschieden zu sagen, nee, das brauchen wir alles nicht. Ich mache einen Amp, das ist der Vandal-Amp. Und damit macht man eben die verschiedenen Sounds. Das ist doch richtig, oder? Also ich mache schon ziemlich lange ja analog Modeling und beschäftige mich mit Elektronik schon von Kindesbeinen an. Und ich weiß so ein bisschen, wie der Hase da läuft. Und ich weiß auch ein bisschen, wie andere das machen. Und das war für mich auch der Ansatz zu sagen, ich will es anders. Ich will grundsätzlich nicht 20 Amps da drin haben, die irgendwelche super tollen Namen drauf haben, weil eigentlich jeder, der sowas macht, schafft es nie ganz. Und ich finde es auch den Hardware-Herstellern gegenüber auch ein bisschen unfair zu sagen, irgendwie, das ist jetzt ein Marshall, das ist ein Fender, weil es ist kein Marshall, das ist kein Fender, muss man auch wirklich so sagen. Und unterm Strich sind viele Amps unter der Haube mehr oder weniger gleich. Die ersten Marshalls waren Fender Bassman Kopien und dann kamen die Plexis, die waren ein bisschen was Eigenes. Und dann kam Mesa Boogie irgendwie an und das waren am Anfang auch im Prinzip Fender Klone. Die Frage ist halt immer, was macht man daraus? Wie dimensioniert man die Bauteile? Wie viele Röhrenstufen kaskadiert man, um halt noch weitere Kanäle zu realisieren? Das sind halt kleine Freiheitsgrade, die ich in so einer Schaltung habe. Unterm Strich ist jeder Röhrenamp gleich aufgebaut. Ich gehe mal davon aus, dass das bei diesen Simulationen, wo dann quasi so ein GUI draufgeklebt ist, das aussieht wie ein Marshall, doch im Prinzip auch immer die gleiche Engine runter ist. Bei vielen weiß ich es nicht. Bei mir sind es tatsächlich 3 verschiedene Engines in den Preamps und 2 verschiedene Engines in den Poweramps. Und dazu kommen auch noch die verschiedenen Kanäle, sodass ich auch diese nicht nur Röhrenstufen kaskadiere, sondern auch dazwischen eine ganze Menge trickse. Ich habe so einen ganzen Wust von Schaltungen und Spice-Simulationen gefahren und wir haben Plexis auseinandergenommen und alles Mögliche. Und es ist tatsächlich so, dass zumindest bei Vandal, ich kann nur für Vandal sprechen, 18 verschiedene Amps drin sind, die ich einfach durch die Kombination verschalten kann. Hast du das richtig so gemessen, die angeguckt und dann das nachgebaut und wieder gemessen und geschaut, ob das gleich ist oder war das mehr eine Sache, die übers Gehör gegangen ist? Also ich denke mal, dass bei jedem Amp-Bauer eine ganze Menge empirisches Wissen am Start ist. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch messen, damit man, also bei Hardware muss es sowieso machen, um einfach auch eine Betriebssicherheit zu garantieren. Bei Software muss es in gewisser Weise auch machen, weil du ja auch innerhalb bestimmter Parameter bleiben musst. Das Wichtigste bei mir war jetzt, ich hatte früher schon mal sowas wie Röhrenstufen entwickelt, habe aber hier nochmal komplett von vorne angefangen, was mir dann immer noch nicht gut genug war. Und habe da jetzt noch mal ein halbes Jahr in eine richtige Röhrenstufe entwickelt. Und ich kann tatsächlich Bauteilewerte aus den Originalschaltungen eingeben, kann meinen Arbeitspunkt über einen Kathodenwiderstand tatsächlich... Dr. Frankenstein! So viel Hexerei ist es nicht. Also ein Röhrenamp ist ja eigentlich eine ganz simple Sache. Und dann muss man natürlich Messungen machen, aber letztendlich entscheidet das Gehör. Und 80% der Entwicklung von Vandal sind mittlerweile nur für Hörtests draufgegangen. Und das wollen wir jetzt nämlich auch mal machen, ne? Jetzt haben wir viel gequatscht, jetzt wollen wir mal ein bisschen hören. Kannst du mir denn mal so einen britischen Crunch-Sound da einstellen? Also was wir jetzt eben schon im Eingang hatten, war jetzt so ein Sound aus dem Preamp in seinem britischen Modus. Das ist im Prinzip ein Plexi-Eingang. Wir haben 2 Eingangsstufen. Eine ist mehr oder weniger neutral und eine ist höhenbetont und die werden gemischt. Kennst du ja vom Plexi. Spiel ich mal kurz. Genau. Wir sind jetzt hier im Lead-Kanal. Probier doch mal den Crunch-Sound. Genau, wir nehmen mal den Crunch-Kanal. Der ist ein bisschen erdiger. Da ist jetzt eine Röhrenstufe weniger dran beteiligt. Ich kann natürlich auch mal ganz clean machen. Halt's mal kurz
So, dann kann ich dir erstmal... Was ich nämlich immer festgestellt habe, ist, ich habe ja schon so einige Simulationen getestet. Die können entweder gut clean oder gut verzerrt, aber beides ist immer schwierig. Woran liegt das? Das ist eines der schwersten Dinge überhaupt. Also gerade dieser Übergang von clean zu verzerrt ist wirklich eine haarige Sache. Und da habe ich auch verdammt lange dran gesessen. Also der Clean Sound finde ich schon mal sehr gut. Macht doch jetzt mal so einen richtigen Brat-Sound. Richtigen Brat-Sound. Ja, so richtig so, wie das heutzutage die jungen Leute gerne Also, hören. Wir machen mal sowas, was die Drop-D-Fraktion sicherlich... Mach mal ein paar Power-Rocks. Kann ich nicht, ich bin Punk-Rocker. Effekte habt ihr ja sicherlich auch, ne? So ein Tremolo oder sehe ich da oben schon. Genau. Also kurz nochmal zu dieser wirklich gewagten Aussage, dass wir irgendwie alle Amps der Welt damit abdecken können. Wir haben ja jetzt nicht nur gesagt, wir haben verschiedene Röhren, also wir haben verschiedene Preamps, Preamp-Modi, wir haben Power-Amp-Modi. Und zwar haben wir einmal eine Gegentakt-Endstufe, richtig so 100 Watt oder 50 Watt EL34 mäßig. Dann haben wir noch eine Class-A-Endstufe, die halt ein bisschen weniger Leistung bringt, früher in die Verzerrung fährt und halt ein bisschen anders klingt durch das Design. Was allerdings einen Amp-Sound wirklich ausmacht, und viele Gitarristen machen das instinktiv richtig, indem sie sich als allererstes ein EQ-Pedal kaufen. Um halt den Sound vor der Verzerrung zu regeln. Das ist eines der wichtigsten Dinge. Und das machen wir hinter der ersten Röhrenstufe und vor allen anderen, indem wir das Voicing kontrollieren. Wenn du jetzt mal einen Powerrock unten weiterspielst, dann neigt es zum leichten Matschen und ist halt sehr erdig, aber es matscht schnell. Oder hier im britischen Modus hörst du es. Ja, genau. Ja? So. Genau, jetzt ist es zugemacht. Genau, so, jetzt nehme ich einfach da unten mal ein bisschen was weg. Und dann ist es klar. So, das Voicing ist im Prinzip ein Filter, ein durchstimmbares, was ich von von ganz unten bis ganz oben einfach hinsetzen kann. Und wenn ich zum Beispiel hier so ein bisschen die Mitten rausnehme, dann ist das gleich so typisch, so ein typisch brauner Sound irgendwie. Also ich kann damit den Sound ganz extrem shapen. Und das ist vor der Verzerrung, vor der eigentlichen, also vor der zweiten, dritten, vierten Stufe. Und das ist extrem wichtig. Dahinter haben wir ein ganz normales Fender Marshall-mäßiges Tone Stack, also passive Klangregelung, die eigentlich all das macht, was an einem richtigen Amp auch ist, die ganze Interaktion. Okay. So, Effekte. Jetzt muss ich dich leider schon ein bisschen abwürgen, weil wir ja jetzt mit der Zeit schon ein bisschen knapp geworden sind. Leider. Ich möchte dich aber bitten, sobald du mal eine Beta-Version hast, mir mal eine zu schicken, damit ich das mal im User-Talk-Studio mal so richtig anchecken kann. Wann wird es denn in etwa so weit sein damit? Also wir wollen irgendwie wir haben jetzt ja Anfang April, wir machen den April noch ein bisschen durch, wir haben ja Ostern dazwischen noch. Ja. Im Mai, Mitte Mai wollen wir das meiste fertig haben, Ende Mai ist so der anvisierte Termin für Samplitude, dass wir das Master fertig haben. Mhm. Und dann gibt es ja noch mal so ein bisschen Karenz, bis ein Produkt ausgeliefert wird. Also wir rechnen damit im Frühsommer, Ende Mai, Anfang Juni, Mitte Juni. Also wenn alles so klappt, wie wir uns das denken. Dann würde ich sagen, dann lade ich dich auch schon mal hiermit ein ins Music Talk Studio und dann checken wir das noch mal richtig durch. Ich würde mich freuen. Haben wir mal richtig Spaß. Alles klar. Dankeschön. Bitteschön. Ich habe es dir vorher nicht gesagt, wir haben eigentlich immer nur so viel. Okay. Super. Also ich habe schon mal ziemlich... Also das ist auf jeden Fall mal...